Meine Damen und Herren, ein herzliches Willkommen zur Pressekonferenz nach dem Regionalligaspiel Rot-Weiß Essen gegen Rot-Weiß Oberhausen. Ja, hallo zusammen. Wir hatten ja einen ganz klaren Plan, wo wir hingefahren sind. Wir haben, ich glaube, ich habe mir das Spiel dreimal angeguckt gegen Aachen. Wir wollten halt zwischen die Fünfer- und Viererkette kommen. Das haben wir erste Halbzeit gar nicht gemacht. Deswegen war ich schon wirklich sauer, weil ich denke, erste Halbzeit haben wir nicht viel zustande bekommen. Gehen durch auch einen Spielzug, den wir auch angekündigt haben, durch Malura, der, glaube ich, der dritte Mal in Folge einen Assist macht, in Rückstand, haben dann mehr oder weniger gar nicht stattgefunden. Ich glaube, dass wir da in der Halbzeit halt die richtigen Worte hatten, genauso wie wir dann halt zweite Halbzeit gespielt hatten, hatten wir uns das vor. Wollten halt in den Zehnerraum kommen, waren aber jetzt ja nicht unbedingt torgefährlich, aber ich denke, die Moral und die Kampfbereitschaft, Leidenschaft, das, was wir am Tag hinlegen wollten, ich denke, das haben wir nachher gemacht. Und ich denke, der Zeitpunkt, klar, ist glücklich, ne, wenn man halt kurz vorm Ende dann halt den Ausgleich macht. Aber ich denke, auch nicht unverdient. Ja, wir können mit dem Punkt hier leben. Ich denke, mehr sollte man dazu auch nicht sagen. Ich wünsche RWE und vor allem auch Herrn Welling alles Gute, der hier, denke ich, super Arbeit gemacht hat. Und ja, ich denke, ich hoffe, dass er halt in Zukunft bei EW besser läuft. Ich denke, das ist eine gute Truppe mit tollen Fans und ja, alles Gute. Ja, danke schön, Herr Terranova. Vielen Dank. Auch hallo zusammen von mir. Ich glaube, wir sind die ersten 15 Minuten sehr gut ins Spiel reingekommen, haben zwei gute Möglichkeiten, machen ja durch einen tollen Spielzug das 1-0. Haben Oberhausen mit ein bisschen optischen Übergewicht gesehen, die Ballkontrolle hatten, aber eher hinter der Mittellinie. Die haben ihre zwei Sechser kurz gezogen, haben 4-1 hergestellt im Platzeck, waren dann, haben wir in Kauf genommen, dass da der Ball kontrolliert wurde. Wir waren aber in den Zwischenräumen gut da, haben die zweiten Bälle gut kontrolliert, in der ersten Halbzeit auch nicht viel zugelassen. Aber da haben wir schon gesehen, dass wir nach Ballgewinn diese Sauberkeit von Aachen nicht hatten. Wir hatten schnelle Ballverluste, was uns Kraft gekostet hat, weil dann rennst du auch oft hinterher, wenn du den Ball gewinnst und nicht zielstrebig nach vorne kommst oder dich den Ball kontrollieren kannst nach Ballgewinn, dann lässt du Körner, das ist klar. Die zweite Halbzeit habe ich neutral gesehen, mit viel Leidenschaft in beiden Mannschaften. Haben wir da verpasst, mit einer guten Torwartaktion das 2-0 zu machen, auch zwei Minuten vor das 2-0 zu machen. Und da hast du dann am Schluss gemerkt, dass dann ja, die Kraft nachlässt, die Konzentration nachlässt. Klar geschuldet auch durch die intensiven zwei Wochen, die wir zusammenarbeiten, aber auch, weil du, wie gesagt, zu schnelle Ballverluste nach Ballgewinn hattest. Und das ist deswegen habe ich von Beginn an vom Prozess gesprochen. Ich habe keine in drei Spielen jetzt hier, glaube ich, keine richtige Torchance gesehen vom Gegner. Das heißt, wir sind defensiv taktisch stabil, wir arbeiten konsequent, sind stabil. Aber da kann immer was passieren, da kann ein Standard reinrutschen, da kann so ein Schuss natürlich reinkommen, ne, wenn du nicht konsequent genug bist. Ja, und da musst du auch diesen Killinstinkt haben, das 2-0 zu machen. Das haben wir heute nicht gehabt. Deswegen tut es mir ein bisschen leid für die Mannschaft, weil die hat alles gegeben. Die hat in den zwei Wochen jetzt hier, in denen wir zusammenarbeiten, sich top präsentiert. Ja, und klar tut es weh, wenn du am Schluss hier unentschieden spielst, wenn du schon vorher zwei, drei Mal das 2-0 machen konntest. Aber ja, das ist nun mal so. Ja, wir ziehen viel daraus aus dem Spiel wiederum. Ich sehe uns in einem guten Prozess, was die Stabilität betrifft. Wir müssten jetzt aber was draufpacken, Step by Step
was draufpacken, um da die Phasen am Ball zu kontrollieren, damit das Spiel nicht zu intensiv einfach wird für uns. Und das ist der Ausblick. Vielen Dank. Unsere Gäste insbesondere von Rot-Weiß Oberhausen. Ja, und in 2 Minuten geht es dann hier zu einem anderen Thema weiter.